Moinsen und willkommen zum nächsten Farmvlog. Jo, ich bin gerade mal eben ein bisschen am Getreide trocknen. Da ein LKW im Lüfter stehen. Jo. Ja, ich habe angefangen zu dreschen. Vier Schwaden liegen da. Vier Runden habe ich geschafft. Und ein Teil steht noch. Ja, war fein am Dreschen. Wurde es auf einmal dunkel und kam Schlag Regen runter. Ja. Konnte wohl sehen, so eine auf der Scheibe vom John Deere, dass er so langsam anfing. Also schon ein paar Tropfen runterkam. War ich gerade hinten. Und ab zum Anhänger. Leer gemacht den Tank. Und ja. Mähdrescher aus. John Deere laufen lassen, aber auf den Kramer und Anhänger hier rein. Ja, da kam in kürzester Zeit irgendwie, glaube 4 oder 5 Liter runter. Ja, klar, also hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was drauf gekommen. Mich wundert es gerade, wie das hier oben auf jeden Fall schon abgetrocknet ist wieder. Man kann doch wohl merken, dass es nass ist, so nicht. Aber doch, da ist schon wieder ganz was an Feuchtigkeit raus. Wie gesagt, Lüfter habe ich da stehen. Das Stroh, was hier jetzt alle rumliegt, das kommt von Strohballen. Die habe ich da vor meinem hinten drauf geschmissen, weil ich einfach vorwärts in eine Feldscheune gefahren bin, da wo der Mähdrescher stand. Da hatte ich die Tonne auf und ja, ich mir gedacht, komm, fährst du da einfach rein, dass sie erstmal trocken steht. Und ja, den letzten halben Meter vom Anhänger, der passte nicht mehr rein. Ja. So, habe ich zwei Strohballen genommen, hinten drauf geschmissen, dass das Wasser, wenn da was hier Richtung Getreide kommt, dass die Ballen dann so ein bisschen aufnehmen können. Beziehungsweise wenn es so ein bisschen schräg in die Scheune reinregnet, dass das auf die Ballen geht und nicht hier aufs Getreide und nicht auf die Körner. Ja, gut, hat auch einiges gebracht, weil sonst würde hier noch mehr Feuchtigkeit drin sitzen hier hinten. Aber ja. Wie gesagt, ich habe den Lüfter hier hingestellt, dass er noch ein bisschen trocknen kann. Ja, falls ab morgen, glaube ich eher nicht, da kann ich wahrscheinlich besser Montag machen. Falls er morgen oder Montag trocken sein sollte. Die melden auf jeden Fall für morgen Montag keinen Regen. Gut, kann in 10 Minuten wie anders sein, aber ja. Mal gucken, wenn es dann trocken ist, dann geht es weiter mit Dreschen. Jo. Und ich habe gestern, wo ich den Mähdrescher hier noch eben hatte, eben so ein paar Kleinigkeiten machen. Am Triebholz die Schrauben tauschen und Kalbim spannen, weil ich da noch hatte. Da habe ich da in der Ecke den Deckel vom Korntank gesehen. Da habe ich noch gedacht, ja, den könntest du auch nochmal drauf machen. Machst du das nächste Mal, du kannst ja immer nochmal drauf machen. Ja, wäre der heute mal drauf gewesen, hätte ich den Mähdrescher so eben stehen gelassen. Ja gut, der hat vollen Regen abbekommen, das ist einfach so. Mähdrescher ist eigentlich so eine Maschine, wo ich sage, da soll kein Regen drauf kommen. Ist jetzt leider Regen drauf gekommen. Ja, ist halt der Nachteil an dem Mähdrescher, wenn du den in der Scheune haben willst. Du musst den erstmal einklappen und da bist du auch eben zugange. Es ist einfach so, du musst die Haspel runter haben, du musst den Triebholz vom Zahnrad, hätte ich fast gesagt, runter haben. Hinten das Blech einklappen, die Piepe musst du einklappen, beziehungsweise Mähdrescher erstmal leer machen, damit du, weil sonst läuft der ganze Getreide raus. Und ja. Da wäre einerseits so ein Selbstfahrer schöner, Schneidwerk hoch, Piepe einklappen, ja gut, je nachdem. Da gibt es ja auch so einige, wenn du da die Piepe einklappst, dann läuft der Tank auch leer. Aber ich sag mal, andererseits, da wäre wirklich so ein Selbstfahrer irgendwo schöner, den kannst du Schneidwerk hoch, bei so manchen zumindest, und ab in eine Scheune fahren. Machst du mit dem nicht, es geht nicht. Ne? Ja, aber willst du machen. Aber was auf jeden Fall positiv ist, das ist auf jeden Fall schon mal
was bis jetzt runtergekommen ist. Anderung, das sieht schon mal rein verkehrt aus. Ja, klar. Könnte immer mehr sein. Aber steht ja auch noch einiges. Aber mal gucken, was wir weitermachen können. Jo. Ich werde den Lüfter hier noch mal ein bisschen stehen lassen, dass er noch ein bisschen was vor sich hintrocknen kann. Und dann würde ich sagen, lasse ich mal die ersten Videos vom Dreschen hier mal eben laufen und dann, wie gesagt, gucken, ob es morgen weitergeht oder Montag oder Dienstag oder irgendwann, keine Ahnung. Wäre halt jetzt schön gewesen, wenn es heute runtergekommen wäre, wenn es trocken geblieben wäre, da hätte man Montag wahrscheinlich pressen können. Und dann dementsprechend weiter mit Stoppelbüben und wie heißt einjährige Gras. Dann wieder draufjagen. Weil da soll natürlich noch irgendwie was hin. Stoppelbüben habe ich bestellt. Gras muss ich noch bestellen, da wollte ich leider noch eben hinterher. Und ja. Ja, dann würde ich sagen, lass die Videos laufen und dann gucken wir mal, wann es weitergeht.
Moinsen. Jo, ich war hier mal eben im Stroh mit dem Heumer. Ja, mal eben einmal rumdrehen. Das ist ja der Stroh, der gestern noch nass geworden ist. Ja. Eben einmal rumdrehen, dass er noch eben wieder trocken wird. Weil ja, ein bisschen Feuchtigkeit sitzt halt noch drin. Morgen wollen wir hier weiter dreschen. Und ja, die Körner, die sind noch nicht richtig trocken. Vom Stroh her geht's. Aber hier die Ähren, da sitzt noch Feuchtigkeit drin. Und ja, können wir besser morgen eben dreschen. Und damit das so ziemlich gleichzeitig trocken ist, drehe ich das Stroh einmal um. Morgen Nachmittag oder so, oder morgen Mittag machen wir Vater nochmal. Und jo, dann sollte das ziemlich gleichzeitig trocken sein. Da wird das auch alles eben in Einzug pressen können. Jo. Ne. Das andere, was auf dem Wagen liegt, geteilt, oder die Körner, die sind soweit trocken. Muss leider mal gucken, die Körner, die ziemlich an der Klappe liegen, ob da auch alles trocken ist oder ob ich da nochmal eben rumziehen muss. Weil ja, also die eine Seite, mal zur linken Klappe, da hat es ziemlich gegengeregnet, da läuft er natürlich dann ins Getreide rein. Und ja, da muss ich auch nochmal gucken, wie trocken das ist. Sonst schmeiße ich das mal eben rum und dann kriegen wir das auch noch wohl trocken. Jo, Stoppelbüben, da wollte ich dieses Jahr wahrscheinlich auf diese Seite mal welche hinmachen. Jo, dann wäre es wieder Ackergras. Und dann wird das halt wieder einmal mitgemäht und dann kommt hier wieder Getreide hin. Will ich noch überlegen, ob Weizen oder Tritikale. Denk mal eher Weizen. Ich hatte auch schon so den Gedanken, mal wieder Sommergetreide zu machen, also nächstes Jahr. Aber bin mir jetzt auch noch nicht ganz sicher, dass man hier eine Zwischenfrucht draufhaut. Nächstes Jahr dann Getreide drauf. Aber da muss ich noch mal gucken.
Jo, der Wäschen ist fertig. Ja, da steht der gute Glas wieder. Der steht wieder trocken, ja. Hier sind so ein paar Äste. Die wollt ihr unbedingt mit haben, wollt mal gut aussehen. Ja. Ja, Haspel ist oben wieder drauf. Weiß nicht, ob ihr es erkennt. Nö, könnt ihr natürlich nicht erkennen. Aber die ist hier hinten wieder drauf gekommen. Ja, dann haben wir sie hier vorne nicht mehr alle rumliegen. Ja. Was ich jetzt noch mal machen werde, dann heißt die Haspel, die muss noch mal wieder runter. Die Holzlatten mal teils neu machen. Aber sonst ist hier eigentlich, genau. Und hier eine Piepe muss ich bei. Da war der Vorvorbesitzer, sag ich mal, glaubt, dass der da schon mal bei war. Auf jeden Fall der Flansch, wo die Piepe am Kontern dran sitzt. Da ist er schon mal gebrochen, da wurde auch schon mal dran rumgebrutzelt und was nicht alle. Da muss ich auch nochmal wieder bei. Gucken, dass ich entweder was anderes bekomme oder halt selber irgendwie was zurechttüdeln. Ja, mal gucken. Wäre schön, wenn man sowas noch kriegen kann. Gebraucht, im guten Zustand. Aber das hat ja jetzt erstmal ein Jahr Zeit. Jo. Gut, und Reifen müsst ihr eventuell nochmal haben. Gut, ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig, aber wäre auch nicht schlecht, wenn ihr mal welche bekommt. Weil das sind noch die Originalreifen von, ja, ich meine von Baujahr 63 ist. Also am einen Hydraulikschlauch, da ist noch ein Ring dran, wo 1963 drauf steht. Ja. Und dann haben die Reifen wohl lang genug gehalten. Jo. Mein Vater hat ja gerade den Anhänger wieder geholt, beziehungsweise auch hingebracht. Konnte ich anfangen mit Dreschen. Ja, letzte Runde, da konnte man so ein bisschen merken, dass das langsam feuchter wurde. Aber das letzte dann auch nicht stehen, das mäßt dann nicht mit runter. Gerade bei dem bisschen. Jo. Müssen wir nur sehen, ob wir das Stroh runterbekommen. Oh, da hinten läuft ein Reh. Läuft direkt am Wald. Da, ja, seht ihr wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Steht er noch auf dem Gras, läuft jetzt zum Wald. Da. Ja. Und Stroh, wie gesagt, müssen wir sehen, ob wir da runterkriegen. Das wollten wir auch gerne haben. Letztes Jahr ist ja liegen geblieben, also von der Gerste. Wenn da schon überlegt, das ist auch schon ein Jahr her, wo die Gerste runtergekommen ist. Wahnsinn. Ja. Oh ja. Gucken, ob da am Ballen runterkommen. Wir haben jetzt so geschätzt mal irgendwo so knappe 70 Ballen. Ja, mal gucken. Hoffen, dass die ganzen Ballen noch oben beim Schweinestall hingehen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall davon Samstag, also die ganzen Körner, die nass geworden sind, die haben wir auf jeden Fall wieder trocken. Heute scheint der Anhänger auch nochmal wieder draußen in der Sonne. Und ja, das ist also wieder fein trocken. Ja, ist halt mit dem Glas Mähdrescher dann hast du einen Nachteil. Wenn es anfängt zu regnen, so ein selbstfahrbarer Mähdrescher kannst du, wie gesagt, hat glaube ich Samstag auch schon gesagt, den kannst du nochmal Schneidwerk hoch, ab in eine Scheune. Auch nicht mit jedem vielleicht, aber ja. Ich sag mal, mit einigen, wie sie das können. Schneidwerk hoch, ab in eine Scheune. Aber ja, mit dem, da musst du das ganze Schneidwerk einklappen, Haspel runter, Piepe einklappen. So, und dann kannst du, wenn er
wenn der Kontakt ist, einmal halb voll ist oder so, den kannst du dann, oder kannst die Pipe dann auch nicht einfach so einklappen. Die muss den Tank erstmal leer machen. Ja, weil sonst alles rausläuft. Ja, ist einfach so. Jo. Aber es ist wie es ist. Wir haben den Mähdrescher. Bin ich auch wohl zufrieden mit, so ist halt nicht. Gut, letztes Jahr haben wir mich ein bisschen geärgert. Aber ja, soll auch mal vorkommen. Genauso wie dieses Jahr auch mit dem Wetter und so, mit dem Heu zum Beispiel auch. Die letzten Ballen, da kam einfach ein bisschen Regen drauf. Samstag mit dem Dreschen, da kam der Regen zwischen. Die letzten Jahre hat es immer gut funktioniert. Da waren wir am Dreschen. Gut, dann ein Jahr mit dem Roggen, was wir schon mal hatten. Ja, war auch Vollkatastrophe. Man kann nicht immer hundertprozentige Jahre haben, wo das immer tiptop läuft. Letztes Jahr mit dem Heu auch, oder die letzten Jahre gemäht, gepresst und danach noch ein paar Tage trocken. Genauso wie letzten Jahr mit dem Heu auch gemäht und dann alles sauber und trocken reingefahren. Ohne irgendwie, dass da Regen bei war. Ja, das funktioniert nicht immer. Funktioniert nicht jedes Jahr. Jo, dann müssen wir morgen eigentlich auch noch zusehen, wenn wir morgen ans Pressen kommen, dass wir noch einen Anhänger leer kriegen. Eigentlich sogar zwei. Weil. Eigentlich müssen die beiden Mischdreier leer. Und dann. So, dann hätten wir locker Platz genug für das ganze Stroh. Den Optimat vollpacken und so weit vollpacken, dass der hier wieder unter das Abdach kann. Und der Camper-Mischdreier, da den Rest drauf und plane wieder drüber. Dann hätten wir es eigentlich. Ja, das sehen wir morgen. Ist auch nicht gesagt, dass wir morgen ans Pressen kommen. Aber ja. Ja, meine Presse, die Nadeln, die ich bestellt habe, die schicke ich zurück. Da habe ich mich gestern noch mit ihm drum gekümmert. Ja, und dann besorge ich mal andere Nadeln. Die müssen dann jetzt mal eben beim Stroh durchhalten. Halten wir wohl durch, so ist dann nicht, aber. Ja. Wäre schön gewesen, wenn da neue drin gekommen wären. Dann hätten wir es mal ausprobieren können, wie die Knoter sich verhalten. Käfer. Aber ja, ist leider nicht. Aber da kommen auf jeden Fall neue rein. Genauso wie am Kolben das Messer. Das baue ich auch nochmal aus. Mal gucken, wie das aussieht. Und ja, wenn es nicht mehr so gerade aussieht, kommt das auch neu. Aber dann ist dieses Jahr an den Maschinen oder an einigen Maschinen echt viel dran passiert. Ladewagen, gut, der ist noch nicht ganz fertig. Der ist aber einsatzbereit, sag ich mal so. Da muss ich den Aufbau noch weitermachen. Das heißt, hier an der Seite kommt noch ein Hebel hin. Ja, lackieren. Also oben die Ösen reinschweißen, dass da das Seil durch kann und wie gesagt lackieren. Hier an der Seite die ganzen Bretter, das ganze Holz, das kommt neu. Und ich war noch am Überlegen, das ist jetzt ja Holz, diese Seitenstreben, ob ich mir da nicht mal Flacheisen besorge. Und dann hier statt Holz Flacheisen dran machen. Wäre nochmal so ein Gedanke. Aber das gucken wir mal. Ich denke mal, das wird eh irgendwo späten Herbst, Winter
Oder wenn ich mal irgendwie Zeit habe. Das müssen wir mal gucken. Ne. Jo. Aber für heute ist Feierabend. Ich schnapp mir die ganzen Kameras eben und dann will ich nochmal eben gucken, dass ich die Speicherkarten eben leer bekomme. Thank you.
Moinsen. Jo, ich war hier mal mit dem Schellflug zugange. Mal einmal drüber herschellen, dass die Stoppeln rumkommen. Ja, wollte so, naja. Stellenweise wollte er ganz gut, aber dann ist er auch mal so aus dem Boden wieder hochgesprungen, hätte ich fast gesagt. Ja, also besonders gut im Boden gehalten hat er sich jetzt nicht. Spitzen, die müssen neu. Hier vorne sind mal damals andere dran gekommen. Das sind aber auch nicht die Originalen. Oder ich weiß gar nicht. Die hintersten oder vordersten, da weiß ich es gar nicht. Irgendwelche sind auf jeden Fall nicht original. Normalerweise muss der neue Spitzen haben. Und ja, ich denke mal, dann würde auch viel besser am Boden halten. Weil das ja schön ist, was anderes, aber gut. Ich habe es rumgekriegt. Zwischendurch habe ich noch wohl gedacht, normal man direkt Fräsen nehmen soll, einmal durchfräsen, fertig, tschüss. Oder halt Spanrallige. Aber ja, ist jetzt leider so. 2018 haben wir doch das letzte Mal geschält. Genau, da war dann da, wo das Gras ist, da war das dann noch. Da wollte halt man nicht eigentlich ohne Probleme, da ging der eigentlich so durch. Aber hier jetzt, ja, keine Ahnung. Gucken, wenn man noch irgendwie Spitzen kriegen könnte, wäre ganz gut. Aber wenn nicht, ja. Muss man sich was anderes einfallen lassen, ne? Gut, wie oft ist er im Einsatz? Kommt er nächstes Jahr wieder im Einsatz? Weiß ich nicht. Kann sein, dass nächstes Jahr wieder direkt gefräst wird oder eine Spatenrolllege. Weiß ich nicht. Ist halt immer so eine spontane Sache, hätte ich was gesagt. Ja, müssen wir mal sehen. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, den zu restaurieren. Dass man dann hingeht, die Schabe, Spitzen, Anlagen hier an der Seite, die Bleche, hätte ich fast gesagt, dass man das einmal alles neu macht. Aber ja, dann musst du auch erstmal kriegen. Ne? Wenn die Teile alle nicht mehr bekommst, wo ich stark von ausgehe, ist das auch schon wieder, ja, kannst du ihn genauso gut in der Ecke stehen lassen und gar nicht restaurieren. Ja, genauso gut, aber so extrem ist jetzt nicht. Aber gut. Schauen wir mal. Ich will noch mal gucken, ob man da irgendwas kriegen kann. Ansonsten. Ey, jetzt fängt er an zu regnen. Da haben die jetzt hier aber nicht gemeldet. Ach nee. Naja. Ich glaube, das Jahr 2024 hat nur einen Monat und das ist ja April, weil das Wetter, das macht dieses Jahr wirklich komplett, was es will. Wird trocken gemeldet. Wupp, Regen. Ja. Schön. Ja. Was willst du machen? Genau, Stroh. Stroh haben wir ja auch gepresst. Ich glaube, man hätte jetzt auch nicht geschält. Ja, das Stroh, das da hinten unter der Plane. Ganz einfach, weil wir keinen Anhänger jetzt frei hatten. Und ja, wir haben es erstmal da auf Paletten gepackt, beziehungsweise wir haben noch eine alte Leiter, die haben wir drunter gelegt und da die Ballen dann drauf, dass sie nicht direkt auf dem Boden liegen. Und ja, muss man erstmal so, 71 Ballen sind es geworden. Ja, und die hole ich dann in nächster Zeit mal hier weg. Ja, hier kommen dann auf jeden Fall noch wieder Stoppelbühnen hin. Die sollen dann hier an der Seite vom Meißen. Ja, ich denke mal, dass ich irgendwo hier die Stoppelbühnen mache. Hier geradeaus durch, 10 rein oder so. Muss ich mal gucken. Gucken, ob es überhaupt was wird dieses Jahr.
früher ist ja Kalk drauf gekommen. Vielleicht lag es ja daran, dass einfach nur Kalk drauf musste. Wir schauen mal. Kommen wir wohinter. Der Rest kommt Gras drauf. Ich hatte auch schon gedacht, Zwischenfrucht. Und nächstes Jahr dann Sommergetreide. Aber Sommergetreide, ja, ich weiß es nicht. Das ist halt wieder so ein Problem mit Unkraut. Da haben wir jetzt mit Wintergetreide auch. Aber Sommergetreide ist dann doch schon wieder extremer. Weil das Wintergetreide kann nochmal vorwachsen. Klar, teils Unkräuter geht auch mit. Aber ja, der Getreide kann halt quasi vorwachsen und im Frühjahr, wenn er erst Unkraut hat, sag ich mal, keimt oder so, dann haben wir hier vielleicht schon mal Kalkstickstoff drauf, kann dementsprechend schon mal ein Teil Unkraut kaputt gehen. Gut, will man mit Sommergetreide nichts anderes machen. Wenn das dementsprechend draufsteht, dann würde halt auch Kalkstickstoff drauf kommen. Aber ja, das ist halt. Wir haben einmal Sommerwong gehabt. Doch, Sommerwong war da. Und ja, das war, war gar nicht schön. Also, weiß nicht. Dann lieber wieder irgendwie Wintergetreide. Da weiß ich, dass es besser funktioniert wie, wie das Sommergetreide. Gut, andererseits, oder man müsste halt gegen Unkraut spritzen, aber wen willst du dafür kommen lassen, ne? Wenn ein Unternehmen dafür kommen lässt, ja, klappt das Ding, die Spritze einmal aus, dann macht die einmal an und dann kann gleich wieder einen klappen. Ist halt die, ist halt also so eine Sache wieder. Auf jeden Fall geht es hier mit Stoppelblumen weiter und ich denke mal mit Gras, wo einjähriges Gras. Da habe ich mir nochmal jemand bestellt. Ja, aber das kommt Montag. Montag oder Dienstag soll das kommen. Ja, bis dahin kann das nochmal liegen bleiben. Anhänger müssen noch leer. Ladewand zum Beispiel, der soll auch leer. Da wollte ich eigentlich auch nochmal mit dem Aufbau eben weitermachen, zumindest den einen Griff dran schweißen, dass ich ihn ein- und ausklappen kann. Ja, und sonst mal gucken, wie es, was, wo weitergeht. Zwiebeln, die holen wir die Tage raus. Eigentlich wollte ich es mit dem Kartoffelbruder gemacht haben, aber ja, wie gesagt, da müssen die Siebbänder erst neu. Die müssen wir auch noch bestellen. Aber ich denke mal, dass wir dies Jahr nicht was. Weil ja, Ladewagen, der hat schon, wer weiß, wie viel geschluckt an Knete. Mähdrescher ist noch ganz weit reingegangen. Dann hast du hier mal was und dann hast du da mal was. Und ich denke mal, da wird sich alles mal irgendwie auf nächstes Jahr verschieben. Ist zwar schade, ich würde eigentlich dieses Jahr wieder mit dem Bergmann die Kartoffeln rausholen, aber alles auf einmal, das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Und, ja. Aber ich mache hier auch ein Ende mit dem Video. Ja, ich denke mal, da ist erstmal wieder genug zusammengekommen. ja, dreschen, quessen, zwischendurch mit dem Heumer. Gut, diesmal ist nicht viel vom Heumer gekommen. Nur halt eben einmal vom Sonntag, wo ich hier die ersten Reihen, ersten Schwaden eben rumgedreht habe. Jo. Ja, Presse, die hat auch wieder ein bisschen geärgert. Das wollte wieder alles nicht so, wie sollte. Ja, mal gucken. Da doktern wir auch noch mal weiter. Leider lag es nicht an dem Messer, die hinten im Knoter sind. Ja, gucken wir mal weiter. Werde ich mir auf jeden Fall noch mal zur Seite holen, die Presse. Und ja. Wollen wir dann mal gucken, was Sache ist. Jo, aber wie gesagt, ich mache hier ein Ende. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.